Wo wird Verstappen sein? Sei gut zu diesen Reifen, fuck. Das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Fuck. Aber er hängt fest. Er hängt zwischen einem Force India fest. Racing Point natürlich. Ich hab's ja mal aus Spaß absichtlich gesagt mit da Racing Point Force India. Aber es passiert mir mittlerweile echt absichtlich. Das ist verrückt. Fuck, Max, Max ist vorbei. Bad Lord, direkt voraus. Oh, oh. Vielleicht der es kriegen. Oh, Segert. Mercedes Führung. Ferrari noch 2 und 3. Interessant. Aber ich unterschätze gerade die Bremsleistung in der ersten Kurve. Oder zur ersten Kurve hin, besser gesagt. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,1 Sekunden. Der Abstand zum Hintermann beträgt 4,8 Sekunden. Das ist ordentlich. Ich glaube, in der letzten Kurve mache ich echt Zeit gut. Dann nochmal Ausgangs Ascari und dann nochmal die Parabolika. Also eigentlich auch die erste Schikane, die zweite Schikane. Die erste nicht. Ich glaube, dafür lege ich sau viel Zeit. Auto. Bitte. Nicht mehr quer. Bitte, bitte. Oh. Button läuft wieder vorbei. An Verstappen. Was ich überhaupt nichts zu nutzen weiß, da ich den Bremspunkt komplett verkackt habe. Ich bin ja ganz auf niedrig unterwegs, ne? Leute. Attack! Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3 Zehntel zurück. Oh nein, jetzt ist ich wieder umgekehrt. Aber gut. Butler würde eh gleich jetzt wieder Windschatten kriegen. MGUK, ey. Krass, das Ding wieder abgenutzt ist. Oh, DS, jawohl. So, Butler, lass mich vorbei. Ich zeig dir, wie man Verstappen überholt. Nämlich gar nicht. Puh, dieser Ascari. Dieser Ascari-Ausgang. Wunderherrlich. Die erste Schikane kann man auch so ein bisschen drüber fahren. Was übrigens auch erlaubt ist, ne? Die linken, zwei linken Reifen sind ja noch auf der Strecke. Oder sollten sie meistens sein. Mein Einlenkpunkt passt hier nicht mehr.
Ohne Scheiß, mit dem 2004er Ferrari bin ich hier schneller auf der Strecke. Das ist absolut verrückt, dieser Fakt, aber es ist wahr. Oh. Da musste ich vom Gas. Das hätten wir uns sowas von weggedreht, das hätte ich nicht mehr abfangen können. Und wenn ich nicht, dann gar keiner. Ah, den Verstappen kriegen wir nicht. Vielleicht auf der Geraden, wo es unter die Stahlstrecke durchgeht. Ah, Verstappen hat schon kurz die Kampflinie ausgepackt. Fand ich gut. Die Frage ist, wenn wir Verstappen überholt haben, wer sind da vorne noch alles vertreten? Oh, Verstappen. Oh, Verstappen. Oh, Scheiße. Schneller rangekommen, als ich dachte zum Schluss. Okay. Neuer Versuch. Oh, Verstappen. Verstappen. Da habe ich mich dich zurechtgelegt. Ja, tschüss. Later. Oh, oh. Au, 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 au. Nicht über die Wurstkerbs. Immer keiner. Oh, Perez vor uns. Ich kriegen wir auch noch. Oh, was wäre drin gewesen, wenn ich von der 8 gestartet wäre? Holy shit. Das wäre illegal geworden. Hätten einfach mal alles überholt. Fahrer vor mir. Perez liegt vor dir. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 8 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,26,4. Du holst pro Runde 8 Zehntel auf. 8 Zehntel. Acht Zehntel ist aber auch echt hart, weil das ist ja knapp eine Sekunde. Oh nein, oh nein. Okay, du bist in den Top Ten. Der Verstappen macht ganz schön Druck. Und Jeff, ich bin schon seit einer halben Stunde in den Top 10, aber schön, dass du auch mal wieder die Glotze angemacht hast. Ich glaube, Jeff ist nur Renningenieur geworden, damit er umsonst ein Formel 1 Rennen gucken kann. Nichts anderes war der Grund. Aber warte mal. Ja, stimmt, wenn Perez Fünfter ist, dann sind da vorne nur noch die Top-Teams. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,0 Sekunden. Fuck, mein ES. Es geht schon wieder zur Neige. Shit. Fahrer hinter mir. Verstappen hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als 1 Sekunde. Oh no. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 8 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 25,8.
6 Runden nur noch. Mann, die besten Strecken gehen immer so schnell rum. Und bis in den ERS für eine Schlussspurt. Und dann versuchen einfach nur noch zu überleben. Und wir brauchen ja auch noch ERS zum Verteidigen. Fällt mir gerade auf. Oh no, das wird Horror. Wollte ich jetzt nicht so scharf einlenken. Das Heck hat sich wieder so ein bisschen sehr leicht angefühlt. Oh, Perez. Ich hoffe, der hat schon Schiss. Jeff, sag mal hier, Team Perez, der soll sich warm anziehen. Wir hören dich schlecht. Was mir gerade einfällt, wo ist eigentlich Lando? Wo ist Kimi? Wo sind unsere Rivalen? Ach, warte mal. Status Konkurrent. Der Funk rauscht. Was hast du gesagt? Konkurrent. Wiederhol das bitte. Der Funk stört. Status Report Konkurrent. P6. Wir sind auf P6. Perez vor dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit alten Mediums. Verstappen liegt hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Erzählt mir wieder die ganze Dschungelbuchgeschichte. Erzählt er mir. Oh, das ist ja gar nichts. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Noch 6 Runden. Das konnte ich nicht hören. Wiederhol es bitte. Hab auch nur überlegt. Status Konkurrent. Lando ist momentan auf Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,26,5. Okay, wir haben somit jetzt ERS zum Verteidigen. Sollte ich das direkt rausbröllern? Fahrer vor mir? Vettel liegt vor dir. Sie fahren mit alten Mediums. Die Reifen sind 11 Runden alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 25,6. Holst pro Runde 4 Zehntel auf. Guck mal, wie weit war er nochmal vor mir? Ich gucke einfach mal auf die Karte, damit ich nicht nochmal peinlich nachfragen muss. Okay, das ist jetzt eine Kurvenkombination. Links, rechts, links. Oh no. Nein. Was war das denn? Ich hasse es. Anbremsen, weil es ist halb, man ist halbwegs auf dem grünen Streifen. Aber komm, ich fahr mal so, wie ich gerade gefahren bin. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,6 Sekunden. Ah, er bremst! Warum bremst man da? Leute, ihr kommt klar da hinten, ne? Bekämpft euch doch mal hier gegenseitig selber oder so. Macht doch mal diesen Hackmeck hinter mir. Geht doch nicht mal auf mich. Komm schon, Max. Sechster Platz auch geil. Hol den dir doch mal. Schnapp ihn dir, Tiger. Das sind gleich meine Reifen. Wollen die sich schon abbauen oder? Oh ja, so langsam. Ja, ich versuche jetzt einfach mal nächste Runde meine schnelle Runde zu holen.
niemals kein ERS einstellen. Oh. Die haben abreißen lassen. Wo ist Vettel jetzt? Okay, Vettel werde ich nicht mehr kriegen. Bam, 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 bam. Geh nicht mehr, ihr Fettgemisch, ja. So, jetzt gehen wir hier richtig auf Tryharder-Modus. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss. I know. Bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Nein, niemals. Vier Zehntel trotzdem langsamer. Aber ich mache halt extrem viel Zeit gut. Komm schon. Schnellste Rennrunde. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1,24,5. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 5,3. Die holen wir uns. Die holen wir uns doch nicht. Oh fuck, die holen wir uns überhaupt nicht. Oh no. Oh no. Die ist fast leer. Reduziere den ERS-Einsatz. Weiß. Oh. Könnte dort noch was werden? Innen bleiben. Jawohl! So, Hamilton, jetzt, wehe du fährst jetzt schneller, dann bin ich sauer. Dann bin ich aber richtig sauer. Das wäre nämlich echt frech. Das bisschen Lift and Coasten und dann haben wir auch wieder unsere neutrale Benzinmenge. Lesmo-Kurven Lift und coaste ich mal nicht. Da lohnt es sich einfach überhaupt nicht. Aber hier. Puh, come on. Ich will die schnellste Rennrunde behalten, aber ich glaube, die haben wir. Oh, Max Verstappen ging doch noch an Perez vorbei. Jetzt nicht mehr so viel Lift and Coasted. 0,01 ist jetzt nicht so die Welt. Gib mir noch 5 Runden mehr und ich hätte die Ferraris geholt, ey. Die geben sich gerade echt saures, die zwei. Das Duell hätte ich gerne Relap gesehen, aber Vettel dachte ich, wie gesagt, aus Mission Win Now wird Mission Spin Now. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,9 Sekunden. Guck mal, wie die da Seite an Seite betteln, ey. Wahnsinn. 30 Runden und wir hätten sie. Wir hätten sie beide. Ja, yeah, viel schnellste. Nochmal. Puh.
Ja, damit das Fahrzeug in der Endkontrolle ein bisschen höher steht, ne? Hier, Halunken. Das Mercedes-Team hat heute eine fantastische Leistung gezeigt. Sie sollten stolz sein. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was zu setzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Oh, ich mag einfach diese Sieger-Champagne-Hymne. Mega gut. Aber krass. Ferrari ist ja von 1, Mercedes von 2, Ferrari von 3, Mercedes von 4. Blick auf die aktuelle Fahrerwelt. Also gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber letztendlich war es wieder ein Doppelsieg für Mercedes. Für mich ist das heute der Regenmeister. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja Mensch, das war doch mal echt erfolgreich. Also was ich auf jeden Fall noch mal sehen will, war... Also, was war das und der Giovinazzi-Ausfall? Genau, der Giovinazzi-Ausfall. Was ist da passiert? Und nochmal das finale Battle zwischen den zwei Ferraris. Warte mal, ich glaube, den Ausfall können wir schnell hier irgendwie uns begutachten. Ja, komm, ich spule mal schnell vor. Okay, da sind wir. Ich weiß nicht, welche Perspektive ich gehen soll. Ich gehe mal in die hier. Dann seht ihr mal, wie krass dieser Zwischenfall war, dass Giovinazzi ausgeschieden ist. Es war breathtaking. So viel kann ich verraten. Tada! Motorschaden. Ich will mal wissen, wie sich das Onboard anhört. Auch bestimmt ganz nett. Nee, da ist ein anderer Fahrer. Wo ist denn die... Sei. Ist mal hier schön zuhören. Ja, wir hören, nicht so spannend. Eigentlich nicht so spannend. Jetzt gümpelt er da sich noch hier einen ab. Ja, das war jetzt, Ich dachte, da war wirklich was vorgefallen, aber leider gar nicht. Und ich glaube, dass das Duell zwischen den Ferraris, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Das würde einfach nur den ganzen Bums in die Länge ziehen. Das gucken wir uns mal ein bisschen die Highlights an. Ah ne, stimmt, Lewis Hamilton wegen Gridstrafe sogar von 5. Ja, aber gut, ne? Ja. Wenn er da was Pinkes vor ihm sieht, dann denkt er nur, geil, Fleisch, Beute, Randa. Das ist ja kein richtiger Gegner. Aber mein Helm ist auf jeden Fall auffallend. Ich dachte kurz, oh, Mick Schumacher fährt mit. Aber Wahnsinn, wie viel... wir in den ersten Runden gut gemacht haben. Und dann hat sich halt ein bisschen gezogen. Ach, immer schön, wenn diese Funken fliegen. Aber man sieht auch, die KI ist nicht komplett auf Low Downforce gegangen. Oh ja, das ist eine komplett unnütze Studie. Ach nee, das. Ach so, es ist Cockpit Cam. Damit man sieht, wie ich ihn abgefangen habe. Ich wollte schon sagen, so wow, hier so eine Slow-Motion-Studie in Perspektive, das bringt doch nichts. Ja, aber man sieht, glaube ich, gut anhand meiner Schleifspuren. Ich bin, glaube ich, der einzigste oder einer der einzigsten Leute, die komplett auf ja, Low Downforce gegangen sind, auf Vollgas, volle Olle, also auf komplett Highspeed. Die KI eher weniger. Ich glaube, deshalb haben wir auch so viele Plätze gut machen können. Ja, hier einfach das wunderherrliche Duell mit Max Verstappen. Das hat echt Spaß gemacht. Das war wirklich, aber wirklich sehr geil. Auf
vor allem ist, stellt man sich einer vor, wenn wäre ich genau in der Runde reinkommen, wo Max Verstappen reinkommen wäre, oder sogar noch früher, weil die Reifen von uns, die waren ja noch echt lange gut. Bis zum Schluss konnte ich damit pushen wie sonst was. Und was wäre dann mit den Ferraris los gewesen? Wir hätten vielleicht sogar auf 3 fahren können. Wir hätten es vielleicht geschafft. So, das ist die schwarz-weiß-karierte Flagge. Alter, wie knapp war es denn zwischen Vettel und Leclerc? Warte mal, kann ich da nochmal in die Wheelpage springen? Oh no, wir sind wieder am Anfang. Oh, 30 Minuten habe ich gefühlt R2 gedrückt. Egal, dann machen wir es trotzdem nochmal. So, wir kommen, glaube ich, langsam Richtung Rennende. Und ohne Scheiß, mindestens einmal pro Rennrunde überholen sich die Ferraris gegenseitig. Das ist einfach nur absolut verrückt. Aber ihr könnt immer auf den Balken achten, wie lange ich hier rede und wie schnell dieser Balken da unten beim Vorspurmodus nach vorne geht. Das ist ja gar nichts. Oh, man sieht mich. Übrigens, der Abstand wieder von Hamilton, der ist weg. Und jetzt komme ich. So, hallo Leute. Fahren wir noch ein paar Bonusrunden und dann, ja. Also bei einem 100% Rennen, da wäre ich dran gekommen. Weil ohne Scheiß, oh, wie die sich betteln. Es ist einfach absolut Wahnsinn. Da komme ich komplett ab Limit. Die wieder Side by Side, ey, das ist so verrückt. Wie die sich Saures geben. Komplett Parabolika zu zweit. So, jetzt will ich aber die Kamera wechseln. Alter, was ist das denn bitte für ein Abstand? Und hier ist die Ziellinie. Da. Charles Leclerc hat, weiß ich nicht, mit Brötchen-Krümel Vorsprung weiter gewonnen. Oh, der hat sogar die Front ein bisschen abgeknabbert. Abgeknabbert bekommen. Ich glaube, das sieht bei Vettel gerade nicht anders aus. Aber Wahnsinn. Was für ein verrücktes Battle. Absolut verrücktes Battle. Was war so der Abstand? Was sind das? 7000stel. 7000stel zwischen zwei Ferrari-Boys. Holy shit. Das hätte man echt ohne Probleme am Stück hochladen können, das Ferrari Battle. Best Virtual Gute Arbeit auf der Battle Stelle. of the Generation. Irgendwie sowas. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt. Was war Ihre Strategie? Aufholen. Strategie war aufholen. Hat geklappt. Das Gaspedal voll durchzurücken. Das Triebwerk hält das aus. Okay, cool. Da war kurz mein Controller aus. Da bin ich wieder. Hallo, guten Tag. So, wie gesagt, das Aero-Paket, das also auf Spa das zu loben, das bringt nichts. Ja, komm. Ist ja nicht so die sinnvollste Antwort, die man hier geben kann. Das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Das war für die Fans. Oh no, Leute, wir nehmen natürlich das mit dem Team. Für die Fans. Zwischen Ihnen und Ihrem Rivalen kommen die Dinge richtig in Fahrt, was? Es war großartig. Hilf mir dabei, eine gute Show abzuliefern. Ja, komm. Das links ist schon wieder so ein bisschen Ego-Trip. Danke für den Kommentar. Ja. Nixos Problemos. Wie man in Italianos sagen würde. Aber ey, das war wieder ein geiles Rennen. Nur es ist halt wie in Spa. Die Rennen, also die Strecken, die mir wirklich gefallen und die auch Bock machen, die gehen so schnell vorbei. Das ist absolut verrückt. Aber na gut, ich glaube, wir sind vielleicht auf dem besten Wege, einen Rekord für Blackscreen-Zeit zu kriegen. Nee, doch nicht. Man muss sich erst beschweren, bis ne, hier was in die Potten kommt. So, ich glaube, das Duell haben wir hier jeweils gewonnen. Oh, Rivalität gleichgezogen. Es ist die Frage, steht es jetzt immer noch 0-1 oder 1-2? Oder steht es jetzt 1-1, weil er, sag ich mal, von dieser Tabelle als erstes gleichgezogen hätte? Nee, aber dieser Satz macht doch keinen Sinn. Der hätte auch von Lothar Matthäus kommen können. Ich sag ja nur, was war das vor ein paar Jahren? Er steht 1-1 für Bayer Leverkusen. Das war ein original Lothar Matthäus-Spruch.
Na gut, wie viele Ressourcen kriegen wir? Ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon mal 800 dazu, weil wir hier in die Top 8 gefahren sind. Aber das haben wir schon in Spa erreicht. Boah, das gibt Cash. Da wird hier richtig... Soll ich wirklich noch was entwickeln? Ich glaube, ich würde eher auf Teile-Sicherheit draufgehen, weil unser Auto ist momentan ziemlich gut. Wo vielleicht noch ein bisschen in die Wendigkeit? Wow, 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 wow. Warum sind wir auf einmal auf Anfänger hingerutscht? Weil wir vielleicht gleichgezogen haben in der Rivalität? Ich meine, come on. Kimi ist jetzt nicht der leichteste Rivale. Ist halt schon ein bisschen länger hier in diesem Bums drin. Aber wenn das wirklich jetzt deshalb wäre, weil es war ein gutes Stück, das wäre schon frech. Das wäre schon echt hart. Egal, nachbesprechen mit Carl, oder? Genau. Hallo Daniel, hier sind die Anmerkungen aus der heutigen Besprechung. Zuallererst hast du deine Rennziele erfüllt. Also sind wir sehr zufrieden, was das angeht. Allerdings glaube ich, dass du aus dem Auto noch mehr rausholen kannst. Und natürlich dürfen wir auch bei Forschung und Entwicklung nicht nachlassen. Ich hab's... Ja, gut. Also, come on, wir waren hinter den zwei Top-Teams. Und? Ja, wir haben generell Red Bull geschlagen. Wir sind doch schon wieder ein bisschen OP mit unserem Moped. Und schade, kein Special Event. Leider nein, leider gar nicht. Als nächstes müsste jetzt eigentlich Singapur kommen. Oder? Ne, warte mal, wir können es doch hier nachgucken, oder? Unter Verlauf. Was ist das für eine Flagge? Ist das Singapur? Ja, ist Singapur. Zum Glück haben wir eine Entwicklung, die da fertig wird. Sonst hätte ich mich ganz schön blockiert. Genau. Blamiert. Blamiert ist das Wort, was ich haben will. Sollen wir hier nochmal kurz reingucken, was wird uns denn empfohlen? Hey, wenn ich du wäre. Kenn ich auch das Spiel von Joko und Klaas? Alter, 1118 Credits. Das ist happig. Ich weiß nicht, ob ich das will. Allerdings, wenn ich das jetzt schon abschließe, haben wir uns ein Rennwochenende gespart, weil jetzt das Monster-Rennwochenende zu den zwei Wochen schon dazu zählt. Als hätten wir direkt Singapur kommt ja Sochi Russland. Da wäre das, glaube ich, doch schon... Na, ich meine, ich finde immer eine Ausrede, das Auto ein bisschen zu krass zu halten. Was ist denn eigentlich unsere Fail-Wahrscheinlichkeit? Ja, das geht. 36% Fail-Wahrscheinlichkeit ist in Ordnung. Kommen wir hier noch was? Vielleicht nochmal schnell irgendwie die Sicherheit hochpumpen? Nee, zu wenig Punkte. Leider nein, leider gar nicht. Da machen wir nichts gegen. Aber na gut, Leute, ich würde da mal sagen, ich gönne mir nochmal schnell 3 Stunden Schlaf, damit ich zum Suzuka-Qualifying topfit bin. Und nicht vergessen, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt gerne eine positive Bewertung und... Ich bin da mal raus, haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.